Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Podcast Vitamin P von Kopfvitamin. Mein Name ist Fred und ich darf euch begrüßen zu einem ganz, ganz interessanten Thema. Das ist so ein Thema, ich würde es fast sagen, was uns das Jahr 2023 häufiger beschäftigt hat, weil dieses Thema was ganz Interessantes und Spannendes birgt, nämlich das Thema der Persönlichkeit. Persönlichkeit ist ja das, was wir irgendwie an uns sehen, wenn wir uns die Frage stellen, wer sind wir, wenn ja, wie viele und was uns irgendwie auch auszeichnet. Und es ist ein ganz, ganz spannender Punkt dabei, nämlich hat ja die Persönlichkeit etwas mit mir selbst zu tun und mit der Art und Weise, wie ich ja auch in die Welt irgendwie gehe und wie Menschen mich auch sehen. Und das, was uns von Kopfvitamin dieses Jahr auch immer wieder mal tangiert hat, beziehungsweise wo wir auch gemerkt haben, dass das ein großes Thema ist, sind die sogenannten leisen und stillen Menschen. Ja, also leise und still. Und gleichzeitig so die Verknüpfung damit, wie wir im Grunde genommen Menschen, die leise und still sind, auch irgendwie zum Reden bringen können. Und das, was wir heute vorhaben, ist, wir haben Anne Schlesinger heute hier aus Schwarzenberg, seine Künstlerin, ist eine Malerin, die quasi ihre Leidenschaft zur Passion gemacht hat, davon einfach in ihrem Alltag auch ganz, ganz viel zieht und sich mit dieser Kunst auch etwas aufgebaut hat. Und wir gehen diesen Weg heute mal mit ihr, weil sie selbst von sich auch sagt, das kann man auch auf ihrer Homepage lesen, dass sie sich als introvertierten Menschen empfindet. Und deswegen bin ich ganz froh, liebe Anne, dass du heute da bist. Hallo. Und wir uns, hallihallo, und wir uns mit dem Thema der Introversion so ein Stück weit beschäftigen. Also etwas, was mit Persönlichkeit irgendwas zu tun hat. Und da bin ich ganz gespannt, was du zu berichten hast. Und vielleicht erst mal ganz kurz zu dir. Du bist also, korrigier mich gern, ich habe ein bisschen was aus von deiner Homepage mir rausgezogen. Ja. Also 1992 geboren, ja, genau. Schwarzenberg, das heißt, wir haben eine Gemeinschaftlichkeit, das heißt, die Perle des Erzgebirges, da bist du aufgewachsen und du hast ganz konkret stehen auf deiner Homepage, als introvertiertes Kind fand ich im kreativen Gestalten eine passende Form, mich auszudrücken. Richtig. Richtig, genau. Das heißt, du hast etwas mit Gestaltung, mit Malerei zu tun, aber vielleicht kannst du dich an der Stelle erstmal kurz selbst vorstellen und vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben. Ja, genau. Also hallo, ich bin die Anne Schlesinger. Ich komme ursprünglich aus Schwarzenberg, wie es Fred schon erzählt hat. Ich lebe jetzt seit einigen Jahren schon in Chemnitz und seit 3,5 Jahren bin ich jetzt selbstständig als Künstlerin und male Ölbilder und verkaufe diese. Genau, und das ist ja, darüber haben wir uns ein Stück weit auch kennengelernt. Richtig, ne? Also weil ich von deiner Kunst auch total inspiriert gewesen bin und ich weiß noch mein erstes Bild, was ich von dir erhalten hatte, das sind diese Bäume in diesem Nebel. Ja, ein wunderschönes Wald. Ja, ein wunderschönes Bild. Kann man also sich auch, kommen wir sicherlich noch drauf, bei Instagram auch mal gucken, was du alles machst. Und es ist ganz spannend, weil du eben, und das ist so der Punkt, der mich so ins Nachdenken gebracht hat, nämlich mal dieses Thema der Persönlichkeit, Introversion auch in eine Podcast-Folge mit reinzupacken, weil das eben auch so Menschen vielleicht so eine Idee gibt, okay, was zeichnet mich irgendwie auch aus? Ne? Ja. Also Introversion ist ja etwas, was mit uns zu tun hat, mit Eigenschaften möglicherweise und mit dem, wie auch das Umfeld vielleicht darauf reagiert. Mhm. Und ich würde mal ganz, ganz anders anfangen. Es gab eine Frau Kunstmann, die hat ein Buch geschrieben 2022, Leise und stille Kinder, da geht es um die Kinder. Und da möchte ich eine ganz kurze Einführung am Anfang geben. Und zwar sagt die folgende, lesen Sie sich die folgende Liste an Eigenschaften durch und kreuzen Sie spontan drei davon an, die Sie sich für Ihr eigenes Kind wünschen würden. Alternativ könnte man das auch so machen, wählen Sie drei Eigenschaften, deren Trägerin oder Träger Sie gerne kennenlernen möchten. Und da ist jetzt eine Liste von Eigenschaften versehen und ich lese dir einfach jetzt mal vor. Verschlossen, distanziert, zugeknöpft, weltoffen, kontaktfreudig, kühl, reserviert, aufgeschlossen, freundlich und gesellig. Das heißt, wir haben verschiedene Eigenschaftswörter
Ne? Also verschlossen, distanziert, zugeknöpft, weltoffen, kontaktfreudig, kühl, reserviert, aufgeschlossen, freundlich, gesellig. Und wir können jetzt alle gemeinsam mal nachdenken, was wäre denn uns das Liebste, was wäre unser Wunsch für unser Kind oder jemanden kennenzulernen? Wen würden wir uns eher backen quasi, wenn wir das könnten? Ja. Was denkst du, was man tendenziell eher beantwortet dabei? Also man wünscht sich eigentlich als Gegenüber jemanden Kontaktfreudigen. Also ich zum Beispiel, die ja selber eher zugeknöpft ist. Für mich macht es das immer leichter, wenn ich jemanden kennenlerne, der kontaktfreudiger ist oder offener. Ne? Aber ich denke, das entspricht auch so der Norm, dass man sich eigentlich ein Gegenüber wünscht, was es einem leicht macht, Kontakt aufzubauen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es sehr spannend und interessant, wenn eben jemand eher verschlossen ist. Man sagt ja auch so, stille Wasser sind tief. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass jemand, der ruhiger ist und nicht so viel sagt, eigentlich viel mehr zu sagen hat, als er tatsächlich macht. Und das macht es halt wieder spannend. Das macht es tatsächlich spannend, ne? Und stille Wasser sind tief. Bedeutet ja im Grunde genommen, wir haben ja auch eine Assoziation, eine Konnotation mit so einer Wortgruppe vielleicht auch. Letztendlich ist aber auch die Tiefe manchmal tatsächlich in der Stille zu sehen. Ne? Also das heißt, die Tiefgründigkeit beispielsweise kommt durch Stille. Kommen wir dann später nochmal dazu, weil es da sehr schöne psychologische Überlegungen dazu gibt. Aber wie du auch sagst, ne? Also wir wünschen uns manchmal etwas anderes. Und wir können uns natürlich auch Dinge wünschen, dass jemand zum Beispiel offen ist in der Kommunikation. Aber interessanterweise haben wir vielleicht auch eine Tendenz, wo wir diese Begrifflichkeiten, also diese Eigenschaftswörter auch bewerten. Ja. Das heißt, verschlossen, distanziert, zugeknüpft. Ne? Du hast dich jetzt als zugeknüpft zum Beispiel beschrieben. Das heißt, da haben wir irgendwie so eine negative Konnotation damit, ja. Eine negative Bewertung. Und du hattest jetzt gerade gesagt, dieser gesellschaftliche Maßstab möglicherweise, der da auch eine Rolle spielt. Wo kommt denn der her, wenn du das von so vor dem Hintergrund deiner Biografie vielleicht auch mit betrachtest? Also der Mensch will sich ja immer leicht machen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, so seine Natur, dass er möglichst wenig Steine im Weg haben möchte. Und natürlich ist es, glaube ich, einfach schwieriger und anstrengender. Man muss mehr Zeit und mehr Kraft investieren, jemanden kennenzulernen, der einem halt nicht sofort sich offenbart und ihm alles von sich erzählt. Mhm. Man muss eben mehr graben und ja, vielleicht auch passendere Fragen stellen oder gezieltere Fragen stellen, um so jemanden zu knacken, sage ich mal, um ihn kennenzulernen. Oft sind ja die zugeknöpfteren oder schüchternen Menschen eher die, wenn man sie richtig kennenlernt, die sich dann einmal öffnen, haben sie halt wirklich, wie ich schon sagte, vielleicht mehr oder anderes zu erzählen und Interessanteres zu erzählen. Mhm. Ja, aber warum die Gesellschaft so ist, also das wäre jetzt so meine Erklärung, dass es halt einfach leichter ist. Man will es sich einfach machen, ja. Man hat es gern unkompliziert. Ob man jetzt von jemandem, der mehr von sich preisgibt, immer eine richtige Antwort kriegt, ist halt auch die Frage. Hm. Ne? Viele reden halt einfach nur, um was zu sagen. Ja, ich glaube, dass das was Wesentliches auch dran. Ich glaube auch, dass wir irgendwo möglicherweise diese Norm, wir sagen ja auch häufig, das ist eine Norm, die an jemanden angelegt wird, dass wir uns manchmal gar nicht die Gedanken darüber machen, was so eine Norm eigentlich ist. Weil jeder Mensch natürlich auch so seine, wie du sagst, ne, also einfach im Denken vielleicht doch ist und das nicht despektierlich gemeint, sondern einfach im Denken ist, man macht sich's leichter. Ja. Indem man zum Beispiel, ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt Politiker sehe oder wenn ich Schauspieler sehe oder wenn ich die in meiner Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie prägnante Personen sind, sehe, dann sehe ich die meistens im Kontakt zum Beispiel mit Menschen, dann sehe ich die auf der Bühne, dann sehe ich die vielleicht auch häufig lächelnd, ne? Jetzt nicht bei schwierigen Themen, aber lächelnd, das heißt, die strahlen etwas aus. Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal dieses Verkennen davon, dass ein Mensch auch durchaus introvertiert sein kann und es manchmal diesen Maßstab auch gibt, wir müssen eigentlich so und so sein. Ja. Na, und nur das ist erfolgreich oder das ist cool oder das ist irgendwie gut. Ja.
wenn ich dort auf der Bühne stehe und Tausende von Menschen irgendwie ja, einfach aktivieren kann, motivieren kann. Und das ist, glaube ich, manchmal auch eine Frage der Einstellung. Das stimmt. Ja, und ich habe eben auch noch die Erfahrung gesammelt, ich habe viel mit Menschen gearbeitet in meinem Leben, dass viele es als sehr unangenehm empfinden, wenn mal Ruhe herrscht, wenn es still ist, wenn zwei Menschen zusammen sind, die können das halt, einige können es einfach gefühlt für mich nicht aushalten, wenn mal nichts gesagt wird. Die empfinden das als unangenehm, wobei ich es immer viel toller finde, wenn ich einen Menschen finde, einen Gegenüber finde, mit dem ich gemeinsam auch mal schweigen kann. Ne? Also, aha. Ja, naja, also ja, dieses, klar. Dass man das miteinander aushält, sich mal nichts zu sagen, sondern einfach mal Musik zu hören oder mal, ne? Und in dem Beruf, in dem ich lange Zeit oder ja einige Zeit gearbeitet habe, habe ich eben, wie gesagt, viel mit Menschen gearbeitet und die haben erzählt. Willst du kurz erzählen, welcher Beruf das war? Genau, also ich habe Friseurin gelernt und habe auch einen Meister abgeschlossen. Also hättest deinen Friseursalon oder dein Geschäft eröffnen können? Ich hätte mich in dem Bereich selbstständig machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich eben gemerkt habe, mit meiner Wesensart tut es mir nicht gut, den ganzen Tag mit Menschen konfrontiert zu sein, die mir ihre Geschichte erzählen. Ich höre sehr gern zu. Ich bin sicher auch ein Stück weit empathisch und kann mich gut wo reinfühlen. Aber das Problem war, man hat halt, ich sag mal, eine grobe Zahl, 6 bis 15 Kunden am Tag, je nachdem, was man so macht. Und wenn dir jeder seine Geschichte erzählt, der Friseur ist ja auch oft so ein neutraler Pol, dem erzähle ich auch von meinem Problem, weil ich gehe davon aus, der vergisst das, wenn ich raus bin. Ne? Und wenn man halt über den Tag so viele Gespräche führt und nicht die Zeit hat, das zu verarbeiten, bis der Nächste kommt, liegt man halt, also ich mit meiner Art, ich lag abends im Bett und dann kam das alles nochmal wieder. Dann lag ich da und war halt überwältigt von den Informationen, die mein Hirn eben während des Tages nicht verarbeiten konnte. Und damit ging es mir einfach nicht gut. Ja, du schreibst auch von starken Migräneanfällen beispielsweise. Ja, genau. Und dass der Körper da auch angespannt gewesen ist. Ne? Also ich gehe davon aus, ich hatte dann aufgrund der starken Migräneanfälle auch mich mal für eine Stressbewältigungstherapie entschieden. Und ja, das, dabei kam eben auch raus, dass ich den ganzen Tag so angespannt war. Das habe ich so selbst jetzt gar nicht wahrgenommen, aber ich hatte dann auch diese progressive Muskelentspannung, diese Übungen gemacht und dann erstmal festgestellt, wie fest ich eigentlich bin. Mhm. Ne? Also was alles angespannt war, was ich gar nicht gemerkt habe, gerade so im Gesicht oder so. Mhm. Ja. Ja, das finde ich interessant, dass du das in der Reflexion auch so berichten kannst, ne? Und damit auch sehr offen umgehst, was ich cool finde. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das setzt im Grunde genommen wieder am Lebenskreislauf an, wo wir ja einfach auch im Körperlichen dann auch in bestimmte Symptomrichtungen gehen, ne? Also wie du beschreibst, die Anspannung. Und das Interessante ist, dass eben auch introvertierte Menschen eine andere Beschaffenheit, was das angeht, haben, als zum Beispiel Menschen, die, das ist das Gegenteil dazu, extravertiert sind, also die eher nach draußen gehen, also die gesellig sind zum Beispiel, die brauchen möglicherweise auch die Stimulation. Ja. Und da gibt es beispielsweise eine biologische Theorie, eine sehr alte Theorie von Ising, das ist auch nice to know, ein kleiner Fun Fact. Was ich aber an der Stelle auch immer gern mit erwähne, ist, dass es tatsächlich in der Leistungsfähigkeit und in dem, wo Menschen etwas produzieren oder etwas machen, bei Introversion, auf der anderen Seite die Extraversion, Unterschiede gibt. Das heißt, die introvertierten Menschen benötigen einfach, wie du sagst, mehr Zeit für sich. Ja. Also weniger Ablenkung, weniger externe Stimulation, also viele Reize von außen, sind da eher ungünstig. Und die Extravertierten, also das Gegenstück dazu, die brauchen manchmal sogar diese Stimulation. Ja. Und du hattest das jetzt mit deinem Beruf, mit deinem damaligen Beruf auch erwähnt, ja, da ist natürlich extrem viel Stimulation durch die ganzen Menschen und durch die Geschichten. Ne? Genau, und dann eben noch Föhngeräusch, ständiges Telefonklingeln, Gespräche, die ringsherum passieren und nicht zu vergessen, man muss sich ja dabei dann noch auf seine Arbeit konzentrieren. Mhm. Also man versucht ja, möglichst perfekten Haarschnitt oder eine perfekte Haarfarbe zu kreieren
Und das ist ja das, was der Kunde ja auch erwartet. Dafür kommt er ja zu dir. Aber kommt eben auch, um seinen Ballast loszuwerden oder um sich mitzuteilen. Und ja, dann die Tür klingelt, wenn sie aufgeht. Also viele Geräusche ringsherum, die man jetzt vielleicht gar nicht so merklich so aufsaugt in sich. Es gibt sicher auch Menschen, die, ich weiß nicht, ob das einem normalen Menschen so geht, sage ich mal, dass er das einfach ausblenden kann. Erstmal ist die Frage, was normal ist. Ja. Ja, also ich glaube, jeder hat seine Eigenheiten. Ob das, sicherlich gibt es Menschen, die das auch, die das vielleicht ausblenden können. Ich habe auch einen Kumpel, der sagt, ich kann am besten schreiben, wenn der was zu schreiben hat, wenn ich mich irgendwo in die Kneipe setze, weil ich dort massive Ablenkung auch habe und weil der auch durch den Fluss einfach in der Konzentration zum Beispiel bleibt. Ja. Und ich glaube, das ist, wie du auch sagst, manchmal so dieser Weg, den ich manchmal ausprobieren kann oder sollte für mich, in welche Richtung das auch geht. Du hast zum Beispiel die stille Zeit erwähnt. Ja. Das scheint dann eher was zu sein, wo du Kraft ziehen kannst. Ja, genau. Ja. Wenn ich mit mir alleine bin und für mich wursteln kann oder einfach mal ruhig sein kann. Ja. Wenn du Musik hören oder einen Podcast oder ein Hörbuch, da geht es mir gut. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne? Dass wir per se erstmal, wenn wir uns zum Beispiel die Frage bei Kindern, bei Menschen, gibt ja auch manche leise und stille Männer, ne? Die man zum Reden bringen möchte, rein theoretisch. Aber dieses leise und still kann tatsächlich auch einfach persönlichkeitsbedingt sein. Ja. Das ist auch kein Affront gegenüber anderen Menschen, dass man irgendwas Böses will, dass man still und leise ist, sondern es hat was Persönliches einfach, was es mit sich bringt. Ja. Das heißt, der Mensch ist im Grunde genommen dann auch dort eigen. Ja. Und das ist auch in Ordnung so. Mich würde interessieren, es gibt ja in der Meditation auch, also wenn wir so Meditationsprogramme haben, gibt es auch den Tag der Stille. Mhm. Wenn du jetzt an deine Familie denkst, sind das dann so auch mal Zeiten, wo man sich das bewusst auch vornimmt? Dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal jeder so die Zeit der Stille oder die Me-Time. Ja, also wir sind da so strukturiert, dass das immer fester Bestandteil unseres Alltags ist. Also das ist wirklich schön. Also mein Partner ist halt so, der macht dann gerne was an der Playstation. Ich bin dann gleich daneben im Raum. Der repariert die Playstation, oder? Richtig, genau. Wir haben so eine Flügeltür zwischen Wohnzimmer und meinem Arbeitszimmer. Die Tür ist dann auf, also wir verbringen die Zeit gemeinsam, aber jeder macht seins. Ja. Und ich male dann und mein Sohn, der ist jetzt 11, der kommt dann entweder zu mir und malt auch für sich was leise oder ist halt dann in seinem Zimmer und spielt für sich, aber ich höre ihn trotzdem. Also Ben spielt immer sehr laut und dann explodiert was oder auch wenn der malt, das hat immer alles eine Geräuschkulisse. Also der malt halt dann irgendeine Explosion und ein Na, also kannst du es nochmal nachmachen? Also jeder macht halt so seins oder er geht halt raus Fußball spielen. Ben geht ganz viel raus für sich alleine und das Schöne ist, dass es uns allen für mich gefühlt damit gut geht. Es ist nicht so, dass da einer hinten runterfällt oder dem jetzt das fehlt. Aber es ist, finde ich, auch wichtig, dass jeder mal für sich seinen Freiraum hat. Und dann gibt es halt an dem gleichen Tag zum Beispiel, abends setzen wir uns dann zusammen und spielen halt ein verrücktes Labyrinth oder Memory oder Skibbo oder, ne, dass wir nochmal bewusst zusammen unsere Zeit haben. Oder die Mahlzeiten, die verbringen wir auch gemeinsam. Das machen wir auch ohne Ablenkung, ohne Fernsehen oder so, dass wir für uns Zeit haben, wo mal gefragt wird, wie war dein Tag, wie geht's dir? Ich frage auch Ben, wenn ich ihn ins Bett bringe, was hat dir heute gut gefallen oder was war denn heute nicht so, dass er auch mal selber seinen Tag reflektiert für sich. Ja. Ja. Das heißt, so ein Stück weit eine Anleitung, ein bisschen Struktur und trotzdem offen sein für alle Möglichkeiten. Richtig. Letztendlich. Und jeder darf sich halt auch mal wünschen, wenn wir gemeinsam Aktivitäten machen, was machen wir? Also Ben sagt halt immer Fahrradtour oder so. Mein Partner geht gern spazieren und also jeder kann auch mal sich mit einbringen. Ja, und das ist, damit wir es wieder so ein bisschen in den Kontext reinnehmen, das ist ja auch so eine Form von
Einerseits habe ich die Möglichkeiten, die ich gebe, und das ist ja auch ein Erziehungsprinzip. Und auf der anderen Seite kann jeder auch so ein bisschen explorieren. Also das heißt, wir haben einerseits die Sicherheit und auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeiten, dass jeder sich auch ein Stück weit erkunden kann, ja, und erkunden kann. Und um bei dem Ausgangsbeispiel mit diesem Maßstab der Gesellschaft nochmal dort anzudocken, ja, das wäre das ganze Gegenteil. Das heißt, wenn wir sagen, es ist notwendig, dass jemand ganz speziell dieses und jenes an Kompetenzen bekommt, also mit allen Menschen spricht, nicht fremdelt und nicht schüchtern ist und sonst was, ja, dann machen wir natürlich ein anderes Fass mit Erziehung irgendwie auf, mhm, weil wir dann natürlich auch einen Maßstab einfach voraussetzen, ja, und sagen, zu diesem Maßstab musst du irgendwie hingehen. Mhm. Und das kann, glaube ich, auch letztendlich Druck ausüben, ne, auf, ja, den Menschen, mhm, also sich in eine gewisse Richtung auch zu entwickeln. Wenn wir da so ein bisschen vielleicht mal in die Vergangenheit auch nochmal reinschauen. Ne? Du hast gesagt, du bist ein introvertierter Mensch. Du hast das irgendwann auch für dich empfunden, dass das so ist. Und hast dann auch aufgrund vielleicht von dieser Körperlichkeit, ne, also von dieser Anspannung, dann auch entschieden, ich mache da irgendwie was anders in meinem, mhm, Leben. Ne? Ja. Und ich versuche das irgendwie auch, diese Ressource, das finde ich spannend. Ne? Also dieses kreative Denken, dieses kreative Gestalten, das Malerische, das versuche ich irgendwie greifbar zu machen, mhm, und mich da selbst zu verwirklichen. Wenn du das noch vielleicht mal so in aller Gänze biografisch mal siehst, wo hast du gemerkt, dass du da auch mit dieser Persönlichkeit, mit Introversion vielleicht auch in Anführungsstrichen angeeckt bist? Also in der Schule, oder eigentlich ging es schon im Kindergarten los. Als Kind habe ich mich ja nicht als, ja, also ja, das war halt mein Leben und für mich war das so ein Normalzustand. Und im Kindergarten war es eben so, wir mussten vorsingen vor unseren Großeltern. Und weil ich immer mit Abstand der Kleinste war, haben mich halt die Erzieher immer ganz vorgestellt. Ne? Und dann halt singen müssen vor auch fremden Menschen und da ist mir schlecht geworden. Mhm. Da musste ich dann raus. Also meine Omi, die haben mich dann auf eine Pritsche gelegt und mir war einfach schlecht. Ich konnte es einfach nicht vor so vielen Menschen, die ganzen Eindrücke, und es war laut und es war viel. Und als Kind, wie benenne ich das denn, wie es mir gerade geht, was ich gerade für ein Problem habe? Ne? Also das war so eine sehr prägnante Situation, an die ich mich erinnern kann. Und dann so in der Schule, also ich war auf einer Art Montessori-Schule, sage ich mal, Jena Plan heißt das Konzept. Und da war ich zum Glück von der 1. bis zur 10. Klasse. Das haben meine Eltern damals auch ganz richtig so entschieden, weil eben eine gewisse Kerngruppe in der Klasse von der 1. bis zur 10. Klasse da war. Mhm. Ne, und ich so ein Stück weit Sicherheit hatte. Trotzdem waren die Schulalltage für mich immer sehr anstrengend. Also es war wirklich, es hat sich angefühlt wie Spießrutenlauf. Mir ging es dort jetzt so gesehen nicht schlecht, also mich hat niemand schlecht behandelt oder gehänselt, aber es war für mich eine unglaubliche Anstrengung, den Tag durchzustehen, weil so viel passiert ist, die Geräusche, die Lautstärke, dann im Bus sitzen, ich hatte immer eine recht weite Busfahrt, musste dann noch weit nach Hause laufen und auch das Aussteigen am Busbahnhof, so alle Augen gefühlt, es war gar nicht so, aber ich hatte das Gefühl, alle Augen gucken mich an. Und das war mir ganz unangenehm. Mhm. Also ich würde es schon als sehr anstrengend bezeichnen. Mhm. Ja. Also einfach anstrengend, ohne dass jetzt jemand da bewusst irgendwas gemacht hat. Das wollen wir nochmal unterstreichen. Ne? Ja. Sondern das ist einfach, mir fällt da der Begriff Passung irgendwie ein. Jetzt probiere ich das irgendwie damit zu verknüpfen. Weil manchmal ist es ja so, ich kann den Menschen nach einem System anpassen lassen. Also wenn ich ein gewisses System oder eine Struktur habe, wenn wir irgendwo eine Arbeitstätigkeit beginnen, dann haben wir auch, da kommen wir ganz am Ende auch nochmal dazu, weil das, glaube ich, das Schwierigste ist, wir passen uns an. Ja. Aber manchmal ist der Mensch einfach so speziell, aber speziell nicht negativ gemeint, sondern besonders, dass manchmal einfach das auch mit dieser Anstrengung, was du beschreibst, dann dazu führt, dass wir das vielleicht gar nicht anpassen können, sondern dass es eher darum geht, was ist meine Umgebung, und das schon im Kindes- und Jugendalter macht das Sinn, was ist meine Umgebung, die mir selbst am ehesten entspricht. Ja. Also nicht das andere zu fragen, wie ich mich anpassen kann. Ja. Mhm. Und dann so dieser Weg nach Hause, es war halt so im Kopf nur schnell nach Hause. Ich weiß gar nicht, warum oder woher, wo der Ursprung dafür war, aber
schnell nach Hause in mein gewohntes Umfeld, meine Sicherheit. Sicherheit. So, genau, ja, Sicherheit. So wie ich in meinem Zimmer oder in meinem Zuhause war, war ich dann wieder gelöst. Aber schon wie ich gelaufen bin, ganz angespannt, ganz fest, ganz so zielgerichtet nach Hause. Na, und ja, auch so nach den Ferien immer die Angst vom ersten Schultag wieder. Das haben sicher viele Kinder, ne? Aber Vorträge und sowas, das, ich bin da gefühlt fast gestorben vorher. Also das war wirklich nicht eine normale Aufregung jetzt so rückblickend, sondern wirklich, ja, also wenn ich mir das rational runtergebrochen habe und gesagt habe, ich stehe jetzt vorne, wie jeder andere auch, was soll mit dem passieren? Mir kann nichts passieren, die lachen doch nicht da. Aber ich weiß nicht, es war so eine Angst, alle gucken mich jetzt an und ich muss jetzt vor allem da irgendwas sagen. Ja, und da sind wir wieder bei diesem Aktivitätsniveau. Ne? Mhm. Ich kann mich, jetzt wird wahrscheinlich meine Mutter, wird jetzt, wenn sie den Podcast hören sollte, jetzt ausschalten, weil ich hatte auch Klavier gespielt von, ich glaube, 6 bis 18 und ich sollte immer vorspielen. Und das habe ich überhaupt nie gemocht. Mhm. Ja, und jetzt sagt meine Mutter wahrscheinlich, das stimmt überhaupt nicht. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht, aber in meiner subjektiven Wahrnehmung stimmt das so. Ja. Und ich habe das aber nur zur Stressbewältigung gemacht. Mhm. Das heißt, es gab ein Zimmer, da habe ich gespielt und mein Lehrer kam damals, es waren noch frühere Zeiten von vor damals, da sind die noch nach Hause gekommen zum Teil. Ja, cooler Klavierlehrer. Auch. Ja, Lehrerin auch. Ja, das war cool, ne? Weil das auch der geschützte Rahmen gewesen ist, zu Hause und nicht irgendwo hinzugehen. Und das habe ich nur zur Stressbewältigung gemacht. Aber jedes Mal, wenn es, ich habe mich auch verspielt dann, wenn ich vorgespielt habe und es hat mir keinen Spaß bereitet. Das heißt, zu der alljährlichen Musikschulprozedur zum Vorspiel, da wurde ich einfach schon gar nicht mehr eingeladen, weil das einfach überhaupt kein Thema gewesen ist. Ja, wohl dem, dass ja, wohl, nicht mehr hin muss. Ja, genau. Und mit 18 war es dann ja Schule vorbei und damit brauchte ich keine Stressbewältigung mehr. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ist egal, anderes Thema. Aber so ist es manchmal. Ne? Also das hat mich so angesprochen bei dem Thema. Die haben mich, weil ich klein gewesen bin, auch vorne hingestellt. Das heißt, die Schlussfolgerung für uns ist ja, dass wir durchaus auch erstmal die Frage stellen könnten, die Anforderungen, die ich setze, passt das eigentlich zu den Menschen? Hm. Na, das ist ja auch immer eine Frage, die wir uns, wenn wir erwachsen sind, auch selbst stellen können. Ja. Als Kind kann ich es aber manchmal nur bedingt, weil ich ja eine Persönlichkeit jetzt nicht mit 7, 8 Jahren irgendwie einschätzen kann. Hm. Das können ja auch erwachsene Menschen mit 40, 45 nur schwer, weil das eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist. Und diese Anforderungen, die gilt es manchmal auch zu prüfen. Und manchmal gibt es ja auch die Eltern, die einfach ganz viele Ideen haben, also Kreatives, also Blockflöte spielen, dann zum Fußball gehen, das noch machen und da noch in den Verein rein, was aber gerade bei einem introvertierten Mensch einfach definitiv zu viel sein kann. Ja, also ich hatte auch, wir waren kirchlich, meine Eltern, also meine Familie, und ich war dann halt auch in der Kurrende und Klavierunterricht, Christenlehre, ich war dann noch in der Schulband, dann noch in einem Kreativkurs und die Woche war halt voll. Ne? Ach ja, und ich war noch tanzen. Also, da war was hast du eigentlich nicht gemacht? Ja, da war halt jeden Nachmittag war was anderes. Ich bin auf der einen Seite total dankbar, dass ich so viel auch Kulturelles mitgekriegt habe. Ne? Auf der anderen Seite, ich handhabe das jetzt bei meinem Kind halt wahrscheinlich wieder ins andere Extrem. Ich sage halt, gestalte deinen Nachmittag. Er geht halt in eine Schule, die bis Nachmittag recht lang geht. Da sage ich halt, gestalte jetzt deinen Nachmittag bitte so, wie dir das beliebt. Na? Und sei mal frei, spiel mal noch, wenn du Lust hast zu spielen. Ne? Also solange er das auch noch möchte. Und ja, bei mir war halt alles so eingetaktet, sehr voll. Ja, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich so vieles probieren konnte auch und mitgekriegt habe. Aber gerade das alles, was so kirchlich war, das hat halt 3 Nachmittage schon weggenommen und dann ja sonntags noch in der Kirche dann als Kurrende noch singen. Also das war schon... Ja. So. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Ne? Also das Thema ist einmal Zeit und das andere ist diese Aktivierung, was wir vorhin schon mal hatten. Ne? Ja. Also ganz kurz, das heißt, zu viel Aktivierung kann manchmal lähmen. Ne? Also dann komme ich nicht in meine Selbstverwirklichung auch rein. Und das andere ist der Zeitfaktor. Und ich habe... selber das auch mal erfahren müssen, oder es war gut, dass ich es erfahren habe, wenn man zu beschleunigt ist und das einfach zu viel ist. Und diese Zeit, da sagen auch manchmal die, oder fragen mich auch Eltern, okay,
wenn so ein Kind einfach wirklich die Zeit im Spielen, also eine eigens gewählte Zeit auch nehmen, ne, dann würde ich immer empfehlen, also günstig ist dann dieses zu Ende spielen zu lassen mit dem, was ich selbst gewählt habe. Das ist eine gute Zeit. Mhm. Es gibt aber manchmal auch für die Kids, obwohl ich den Anspruch vielleicht gar nicht habe, gibt es auch Zeit, die einfach ganz viel Stress bedeutet. Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal wirklich ein Ausprobieren, wie du sagst. Ne? Mhm. Also, dass man das probiert und dass man dann auch als jemand, der für jemanden zuständig ist, also als Elternteil, dann auch erkennt, okay, das ist quasi auch das Intrinsische, was von dem Kind auch selbst kommt. Mhm. Und manchmal ist es für uns Menschen, und das ist ja auch die Achtsamkeit, einfach auch ratsam, diese Zeit der Stille oder diese Me-Time oder einfach mal Mut zur Lücke, also einfach das auch mal sein zu lassen. Also aus der Beschleunigung rauszukommen, und Entschleunigung bedeutet einfach manchmal auch, sich zu gönnen, nichts zu machen. Ja, genau. Na? Mhm. Du hast einen schönen Satz, den will ich an der Stelle mal zitieren. Mhm. Und zwar: in der Malerei findet sich Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in der Seele des Schöpfers. Mhm. Was bedeutet das? Ja, also ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben, weil ich habe mir nämlich Gedanken gemacht darüber, was ich, ich habe mir ja was gedacht bei dem. Ja, genau. Also das finde ich einen sehr schönen Satz, weil das, also gerade die Seele des Schöpfers, das finde ich eine wunderbare Brücke zu dem Thema. Ja, genau. Also ich fange mal so an. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn ich mir andere Kunst angucke, das erlebe ich immer wieder auch auf Ausstellungen, auch wo ich selbst ausstelle. Ich kann es auch übrigens immer gar nicht leiden, wenn ich neben meinem Bild stehe, wenn irgendwer darüber spricht. Egal ob positiv oder negativ. Ne? Ich finde das ganz schwierig, Kunst oder jetzt explizit die Malerei zu bewerten, weil für mich ist eben Kunst schaffen, malen, immer ein Ventil, immer ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Also für mich ist es das. Ne? Das kann für mich nie falsch sein. Ich traue mich gar nicht, das irgendwo einzuordnen oder zu bewerten, weil ich sage, derjenige hat in dem Moment das so gefühlt, dann kann das doch gar nicht falsch sein. Ne? Ja, wie die Mittel, wie jetzt jemand was malt oder so, natürlich ist das Handwerkliche, das kann man sicher irgendwie bewerten, aber ich traue mich das gar nicht. Ich bin da immer sehr, ja, meinungslos, wenn ich mir das angucke. Ich lasse es einfach auf mich wirken. So. Und wie gesagt, also die Seele des Schöpfers, der Schöpfer ist in dem Sinne ja der Maler, der mit seinem Bild irgendwas rüberbringen möchte. Und ich möchte ja gern die Stille, die Ausgeglichenheit, Ruhe mit meinen Bildern vermitteln, dass der Käufer oder der das Bild gern haben möchte, sich das mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Ja, und für mich ist das eben, also die Schönheit in der Seele des Schöpfers, also für mich ist halt die Schönheit, diese Ruhe, das hat für mich was Schönes oder Ausgeglichenheit. Ich kann halt auch mit dem Malen total gut meine eigene Stimmung beeinflussen. Wenn ich einen scheiß Tag habe, dann male ich halt. Und wenn es eine halbe Stunde ist, danach geht es mir so viel besser, weil es für mich eben so ein Ventil ist, wo ich schlechte Gefühle, negative Gefühle, loslassen kann, abgeben kann. Finde ich auch wieder einen guten Punkt, weil das eben auch von vielen auch empfohlen wird, dass man gerade bei leisen und stillen Personen zum Beispiel, also introvertierten Menschen, darüber nachdenken kann, ob der für uns gewöhnliche Austausch über das Gespräch, das kenne ich auch aus der Psychotherapie und auch vom so stationären Setting, so Psychosomatik, dass zum Beispiel auch sowas wie Musiktherapie, Maltherapie, also das heißt, wo man einen anderen emotionalen Ausdruck hat. Und manchmal gibt es ja auch die Tanztherapie oder ähnliches. Also dass das manchmal auch günstig ist für gerade diese Menschen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich mein persönliches Gespräch, jetzt red doch mal drüber, dann dort irgendwie festnehme, sondern dass ich dann sage, okay, wir überlegen, wie man dieses Emotionale irgendwie ausdrücken kann. Mhm. Ja. Und du machst das mit den Bildern ein Stück weit. Ja, genau, richtig. Jetzt habe ich eine schwierige, blöde Frage. Ja. Was ist denn da mit Auftragsarbeit? Das ist für mich ein ganz anderes Kapitel. Okay. Auf der einen Seite, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, Anne, ich hätte gern das und das gemalt, dann sage ich vielen auch, die jetzt was wirklich, also zum Beispiel, ich musste letztens ein Auto malen.
Da habe ich dann gesagt, haben Sie sich meine Website angeguckt? Haben Sie gesehen, was ich sonst so male? Ne? Also eigentlich ist der Inhalt meiner Bilder der flüchtige Moment. Ne? Also ich möchte gern mit meinen Bildern Momente einfangen, die in unserem schnellen, lauten Alltag so an uns vorbeiziehen, ohne dass wir denen Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und mit so einem gemalten Bild von einem Wolkengebilde, was sich ja in der nächsten Sekunde schon wieder total verändert hat, oder Wasseroberflächen, wo die Lichtspiegelung oder die Stromlinien im nächsten Moment ganz anders aussehen. Das sind halt so kleine Momente, die ich festhalte mit meiner Malerei, oder Gesichtsausdrücke. Entweder welche, die ich gern können würde, oder ja, ein Ausdruck, den ich selber bei mir nicht finde oder bei mir suche, den möchte ich dann halt einem Porträt mitgeben, was ich male. Mhm. Und wenn halt so jemand dann sagt, Anne, mal mir mal ein Auto, und ich sage halt, Mensch, hast du dir vorher mal meine Seite angeguckt, was eigentlich so meine Bilder und Werke sind, was der Inhalt meiner Kunst ist. Und die sagen, ja, habe ich mir angeguckt, mir gefällt halt deine Art und Weise, deine Pinselführung, ja, dein Farbeinsatz. Und dann sage ich, dann ist in Ordnung, aber ich kann da halt nicht so was reinlegen vom Motiv her, wie ich das sonst machen würde. Ich denke mir ja was bei der Anordnung meiner Bilder, genau. Und wenn ich jetzt ein Auto mal, ist der Prozess für mich aber der gleiche, wie wenn ich jetzt in eine Meerszene mal oder Wolken. Also es hat für mich den gleichen meditativen Charakter, ne, ob ich jetzt ein Auto mal oder halt das. Mhm. Natürlich ist der Ansporn, das Bild zu malen, ein anderer, wenn ich sage, oh, das möchte ich gern umsetzen, das male ich jetzt, als wenn mir jetzt jemand ein Auto da schickt, ne, was ich abmalen soll. Aber ich baue zum Beispiel meine Leinwand selber. Ne, das ist der gleiche Vorgang. Dann grundiere ich die, dann manchmal arbeite ich mit Raster, manchmal auch ohne. Aber es hat alles irgendwie bis zum letzten Pinselstrich die gleiche Reihenfolge. Mhm. Und welches Motiv dann dort landet, das ist, klar macht mir das eine mehr Spaß als das andere. Ein Auto, da kann ich jetzt keinen Gesichtsausdruck reinlegen, oder da fehlt vielleicht der Wind im Bild, ne? Wie in einer Düne oder ja. 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 Aber für denjenigen erfüllt es ja diesen, ja, den Sinn. Ich finde das total. Also ich habe gedacht, das wäre eine schwierige Frage, aber du hast die gekonnt jetzt beantwortet. Ja, schön. Weil ich jetzt selber drüber nachgedacht habe, ja, also im Endeffekt ist es, glaube ich, und das ist ja eine riesen Wertschätzung, dass jemand vielleicht ein Objekt der Begierde hat, so ein Auto zum Beispiel, ja, und würde sich das gerne irgendwie an die Wand hängen oder irgendwas damit machen. Und es ist ja für dich eine Wertschätzung, dass jemand dir etwas, also zutrauen will ich gar nicht sagen, sondern von dir dann das möchte, mit deiner ganz persönlichen Art und Weise, wie du das machst. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich sogar noch viel, eigentlich sagt man nicht, sondern das ist etwas ganz Wertschätzendes, ne? Das ist ein Kompliment. Ja, dass er vertraut mir seinen Schatz an. Ja. Ne? Ja. Und das finde ich wiederum spannend, ne? Also auch wieder den großen Bogen zu spannen, das ist ja Selbstverwirklichung von dir. Ja. Ne? Also so wie du das gerade in besonderem Maß auch sehr bezeichnend auch formuliert hast, wie du das machst mit Raster und das ist deine Leinwand, du baust sie zusammen, das heißt, das ist deine Selbstverwirklichung, wo du dich auch wiederfindest. Ja. Und manchmal ist es gerade bei so eben Persönlichkeiten, introvertiert, kann man sich vielleicht auch als Idee mitnehmen, vielleicht das Besondere herauszufinden bei dem Kind, bei dem Menschen, bei dem Partner, was tatsächlich dann diese Selbstverwirklichung auch bedeutet. Ja. Weil Selbstverwirklichung und Handlungskontrolle sind wiederum, hatten wir schon öfters, die Elemente auch der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit, dass es mir gut geht und dass ich ein Wohlbefinden habe in meinem Leben. Und das finde ich hier gerade sehr bezeichnend formuliert. Das heißt, du gehst quasi gekonnt so ein bisschen auch mit den Erwartungen von außen letztendlich um. Ne? Ja. Also wie jetzt hier bei Auftragsarbeit. Genau, also ich kommuniziere halt viel. Das habe ich auch gelernt natürlich. Also ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren und musste da ja auch vieles lernen, auch über mich oder über die Kommunikation mit den Kunden. Ne? Damit man eben schon auch Fehler von vornherein oder Problematiken
so ein bisschen ausschließen kann. Mhm. Ich erzähle halt erstmal viel darüber, dann was ich mache, wie ich arbeite. Einfach da, das ist für mich auch eine Chemiefrage. Ne? Das muss einfach auch stimmen, weil ich muss ja was transportieren können, was der Kunde von mir möchte. Und mir ist es wichtig, das optimalst umzusetzen, mhm, ne? Und auch dem Wunsch zu entsprechen. Mhm. Deshalb musste ich eben auch lernen zu sagen, wenn was nicht funktioniert. Was für mich sehr, sehr schwer ist. Mhm. Ne, weil es ist ja immer eine Ablehnung auch für den Kunden sicher. Also viele fühlen sich da abgelehnt. Aber wenn sich das für mich nicht 100% richtig anfühlt, dann kann ich da nicht das reinlegen, was ich transportieren möchte. Mhm. Das ist auch ein gewisses, also das stelle ich mir herausfordernd vor. Weil man ja auch grundsätzlich, also es ist jetzt auch nicht persönlichkeitsspezifisch, sondern wir Menschen haben ja grundsätzlich eher so eine Tendenz, dass wir nicht Nein sagen können. Ja. Na, und manchmal hängt das mit dem, ich will jemandem die Ablehnung nicht geben, weil ich denke, es könnte eine Ablehnung sein oder so interpretiert werden. Aber es könnte auch sowas sein, wie, dass ich ja dem allen noch irgendwie entsprechen möchte oder vielleicht doch ein Feingefühl dafür habe, dass jemand dann traurig ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, dass man auch hier jetzt wieder spezifisch leise und still, introvertiert, dass man dann auch erkennt, wo seine Grenzen sind. Weil je mehr, das ist ja auch, das kenne ich aus der Ressourcenorientierung in der Arbeit mit Menschen, man will ja ganz viele Ressourcen irgendwie schaffen und man könnte das probieren und die Aktivität, aber vielleicht ist der wesentliche Punkt einfach, das so zu belassen und die Grenzen für sich auch zu spüren. Mhm. Ich habe mir das halt dann so gebaut quasi, also dass ich dann eine Alternative nennen kann. Also dass ich sage, ich habe da einen Kollegen, da weiß ich, der setzt das so um, wie sie sich das vorstellen. Wenn ich jetzt nicht nur Nein sage, sondern auch noch eine Alternative anbieten kann, dann ist es schon wieder gar nicht mehr so schlimm. Ja. Aber es gab eben Situationen, wo ich gefühlt bis zur Selbstaufgabe versucht habe, dem gerecht zu werden und es mir wirklich dann schlecht ging beim Malen, und das sollte ja keinesfalls passieren, dass ich dann für mich so den Weg gefunden habe, dass ich halt Nein sagen muss, wenn es nicht geht. Ja, und manchmal, das denke ich mir immer, manchmal braucht es genau diesen Moment, wo man möglicherweise auch diese Grenze erlebt hat. Ja. Weil Widerstandsfähigkeit bedeutet ja, also sage ich immer wieder gern auch an der Stelle, bedeutet ja auch Widerstände zu erleben. Ja. Also das bei sich zu erleben, dass das die Grenze war und ich vielleicht über die Grenze auch gegangen bin. Mhm. Und dann wiederum mit diesem Belastungsfaktor in dem Moment dann so zu arbeiten, dass es beim nächsten Mal kein Belastungsfaktor ist. Ja. Finde ich spannend. Wir hatten ja schon vorher uns kurz zum Podcast, bevor es losgegangen ist, schon mal unterhalten. Und du bist ja in Sachsen unterwegs, ne? Oder auch über die Grenzen von Sachsen hinaus. Auf jeden Fall hast du mir ein bisschen was erzählt. Und du kannst ja diese Art und Weise, wie du auch das kreativ umsetzt, das kannst du ja an ganz unterschiedliche Zielgruppen adressieren. Ja. Und du hast ja jetzt auch was mit Kindern für die Bibliothek irgendwie vor. Ne? Ja, genau. Da wollte ich nochmal hinaus. Und dann hat sie mir erzählt, dass du nächstes Jahr im Erzgebirgskreis irgendwie so eine... Ja, erzähl du mal, du weißt, was ich meine. Ja, also für die Stadtbibliothek in Chemnitz darf ich jetzt so kleine Grafiken erstellen, die die einzelnen Bereiche der Kinderbücher beschreiben, dass eben die Kinder, die noch nicht lesen können, das anhand von einem Bild erkennen. Was ist zum Beispiel jetzt, also was sind meine Alltagshelden, ne? Oder Kinder der Welt gibt es einen Bereich oder Kreativität und Basteln und so. Und da soll ich eben, das gibt es schon, das wurde, ich glaube 2005 oder so, das letzte Mal auch durch eine Künstlerin gemalt. Allerdings ist es halt jetzt in den ganzen Jahren so, ja, es passiert halt, ne, dass sich was verändert. Zum Beispiel die Kinder der Welt, das ist halt wirklich mit Kindern von verschiedenen Kontinenten bislang dargestellt. Das sollte man jetzt mal ein bisschen anpassen. Ne? Mhm. Oder es gibt jetzt zum Beispiel solche Stifte, die man aufs Buch hält. Also gibt zum Beispiel von Tiptoy, ne, dass man da drauf drückt und dann erzählt der Stift dir was. Und das gab es damals noch nicht, das ist jetzt neu mit aufgenommen, also genau. Und bei dem Projekt ist eben schön, dass ich das für mich zu Hause, für mich allein,
bearbeiten kann. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich eben auch Projekte, die finden draußen statt. Letztes Jahr hatte ich... Also richtig draußen. Richtig, ne? Draußen an der frischen Luft, genau. Letztes Jahr durfte ich vor der C3 in Chemnitz, also das ist das ehemalige Merkur, da durfte ich ein Trauerhäuschen gestalten mit Graffiti. Und das war für mich eben die absolute Zerreißprobe. Ne? Also da, ich hatte zwar schon drum gebeten, dass da ringsrum so ein Zaun aufgestellt wird, ja, wie man von Festivals kennt, mit so einer kleinen Abdeckung noch. Aber da gab es halt dann Leute, die haben dann dazwischen durchgeguckt und haben mich halt zugelabert. Also muss man wirklich so sagen, da gab es auch Betrunkene und so tagsüber, die dann da ihren Senf dazu gegeben haben. Und das ist für mich wirklich sehr anstrengend gewesen. Also ich habe es umgesetzt und so, aber es fand halt nicht so in dem Umfeld statt, wie es für mich angenehmer gewesen wäre. Mhm. Ne? Hast du trotzdem damit für dich eine gute Erfahrung gewonnen gehabt? Ja, immer wenn ich mich dem aussetze, was mir schwer fällt, ich sehe das halt als Herausforderung, wenn ich das schaffe, das zu überstehen und dann auch noch mit einem Ergebnis, was gut ist oder womit vor allem auch der Auftraggeber zufrieden ist. Ne? Wenn ich da rausgehen kann und das alles gut lief, dann bin ich stolz, dann freue ich mich darüber, dass ich es geschafft habe. Und das ist für mich wie so eine heilende Erfahrung, sag ich mal. Ne? Wenn ich weiß, ich schaffe das schon, wenn es erfordert ist, dann ziehe ich das durch und dann geht das auch. Währenddessen geht es mir manchmal nicht so gut, aber ich weiß, ich kann das schaffen. Mhm. Ne? Also nächstes Jahr habe ich dann wieder auch eine Fassadengestaltung. Das wird wieder so was Ähnliches werden. Mhm. Wird wieder eine Herausforderung, aber ich weiß, es ist nächstes Jahr. Ich kann mich darauf vorbereiten, auch mental. Mhm. Ne? Und ich habe für mich eben gelernt, ich muss die Sachen, die draußen stattfinden, optimal vorbereiten. Also wenn ich jetzt mit Schablonen arbeite oder so, oder meine Materialien, oder ich probiere mal gewisse Sachen aus dem Motiv schon auf einer Wand im Garten, wir haben eine Gartenlaube, da probiere ich dann halt mal was, wo ich sage, okay, ich bin dann ganz sicher, wenn ich dort bin. Ach, du probierst das vorher aus? Manches schon, ja. Ehrlich? Ja. Mhm. Das ist ja cool. So kleine Bereiche zumindest, wo ich sage, dass diesen Kniff dann, dass der dann live dort funktioniert. Ah, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich kann ja, das ist so ähnlich wie wenn ich mit Ängsten eben, also das Grundprinzip der Angst ist ich konfrontiere mich mit der Angst. Ja. Aber das, was uns manchmal, fällt mir gerade bei Schulphobie auch ein, ne? Also was es manchmal schwierig macht, ist die Vorstellung, dass es ganz, ganz schlimm ist bei den Menschen. Ne? Also sich reinsteigern, das baut sich auf. Mhm. Das heißt, ich kann noch, das ist auch eine Strategie, ich kann das vorerleben, indem ich mir kleine Steps vorher irgendwie zusammenbastel, zum Beispiel im Garten bei dir. Ja. Bis du dann vielleicht irgendwann das öffentlich so drauf hast, sage ich mal, ohne eine Reaktion dann, dass du vielleicht sogar Eintrittskarten verkaufst. Genau, oder? Nein, kleiner Spaß am Rande. Ja. Es gibt aber, deswegen habe ich hier parallel geguckt, das hatte ich rausgesucht, das kommt dann auch zu dem Podcast mit dazu. Und zwar von der Barmer einen sehr guten Artikel zu dem Thema, den schmeiße ich dann mal mit rein. Da wird zum Beispiel auch das so ein bisschen dargestellt, wie wir es auch jetzt mit drin haben. Aber da wird zum Beispiel auch ein Vorteil vom extravertierten Verhalten, also auf Menschen zuzugehen, benannt. Das sind die positiven Emotionen. Mhm. Na, also das heißt, wenn ich mit Menschen etwas unternehme, zum Beispiel wenn ich gesellig bin, dann habe ich letztendlich auch mehr positive Emotionen, die natürlich auch wiederum ein Aspekt sind für die eigene Widerstandsfähigkeit. Ja. Und eine positive Emotion kann auch das sein, wenn ich das geschafft habe, was du gerade beschrieben hast, dann habe ich einfach so eine Genugtuung oder ich habe einfach auch so das Gefühl, dass ich tatsächlich was geschafft habe. Also die Selbstwirksamkeit wird damit gestärkt. Das ist es halt, dass ich das auch nicht zulassen möchte, dass ich mich dem so hingebe und das über mich beherrschen lasse. Mhm. Ich habe das erkannt als einen Charakterzug oder Wesenszug von mir, dass es so ist, das gehört zu mir, aber ich möchte nicht, dass mich das beherrscht. Ja. Ne, also deshalb habe ich mich auch damals für die Friseurausbildung entschieden. Ja, zum einen hat es was unglaublich Kreatives und Handwerkliches, das hat mich interessiert, aber ich wollte es eben auch lernen mit Menschen umzugehen, auf Menschen zuzugehen, auch wenn mir das heute noch schwer fällt, aber ich habe so meine,
Werkzeuge, sage ich mal, die mir das ermöglichen. Und dann habe ich eben auch nach dem Meister eine Dozentenstelle angenommen in der Friseurinnung. Also ich habe unterrichtet und das passt ja gar nicht eigentlich dazu, ne? Dass man lieber für sich ist und nicht vor anderen Menschen sprechen. Aber weil mir es eben so schwer fällt, ich wollte das gern können. Also ich will wissen, auch jetzt, wenn ich eine Vernissage halten muss, ich will wissen, ich kann, wenn es sein muss, kann ich mich da vorstellen und sprechen, auch wenn ich innerlich sterbe. Ja, also ich implodiere dann, mir merkt das keiner so an, aber in mir sieht es ganz anders aus. Also es fühlt sich ganz schrecklich an, aber ich weiß, wenn es sein muss, kann ich das. Also auch da nochmal, ne? Also ich glaube, manchmal sind es einfach wirklich die Emotionen, die sich ja häufig auch in einem, vor allem im Kindes- und Jugendbereich, einfach nach innen verlagern. Ne? Ja. Gerade bei Mädels ist es häufig so, dass sowas wie eine Angst oder eine Befürchtung oder eine auch mal Traurigkeit, das ist ja was innen drin. Ja. Und dieses Implodieren, das ist nochmal ein guter Begriff von dir, dass wir von außen einfach auch überhaupt zulassen sollten, dass es solche Reaktionen gibt, auch wenn ich das nicht sehen kann. Ja. Das ist ja letztendlich auch Psyche, ne? Psychologie. Ja. Und was mir auch noch einfällt, kenne Dame, die einen wichtigen Satz geprägt hat, auch für mich, das ist quasi der Satz, Dinge passieren aus Gründen. Mhm. Also gab es vielleicht doch mal diesen Grund, dass du diesen Weg gegangen bist, um dann vielleicht auch an einer bestimmten Stelle festzustellen, okay, dieses kreative Ja, und dann ein Stück weit aber auch das für mich zu schaffen. Ne? Mhm. Also das für mich selbst zu schaffen, so die Formulierung. Genau. Also mir wurde auch oft gesagt, Mensch, und jetzt war ja das alles umsonst, die Friseurausbildung, der Meister gar nicht, überhaupt nicht, weil ich habe gelernt, gerade ein Beratungsgespräch zu führen, ob das jetzt mit Haaren zu tun hat oder mit einem Bild, das ist total egal. Ich weiß aber, welche Faktoren muss ich abklären, damit ich zum perfekten Ergebnis komme. Ne? Und wie ich das ummünze, ist ja egal. Ja. Ich sehe das alles als Schule und halt zielgerichtet auf den Punkt, auf dem ich jetzt bin. Hat das alles seine Gründe gehabt, wie so mein Werdegang war? Ja, und das hilft, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das hilft auch manchmal, stressige und krisenhafte Zeiten zu akzeptieren, weil das die radikale Akzeptanz letztendlich auch aus der Achtsamkeit ist. Das heißt, wir akzeptieren auch einen Werdegang und wir prüfen den zwar, na, wo wir vielleicht auch Stellschrauben gehabt hätten, aber wenn wir den nicht bewerten im Sinne von, das war schlecht oder das war gut, auch das Gut, ne, sondern es ist im Grunde genommen akzeptabel, so wie es ist, dann lebt sich ein ganz kleines bisschen entspannter. Ja. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch mal in Fallen reintappen können, dass wir ja vielleicht nochmal einen Fehler machen oder so. Ja. Aber die Bewertung ist letztendlich das große Ganze, was uns dann wieder das Wohlbefinden gibt oder eben nicht. Ja. Ne? Deswegen habe ich da noch eine Frage, das ist, nochmal so die Frage, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, mir geht es jetzt noch ein bisschen um das Thema Umgang, was wir ableiten können. Und zwar dieser Spagat nochmal zwischen, ich bin introvertiert, ne, ich habe das für mich so erkannt, dass ich auch mal still und leise bin, dass ich die Zeit der Stille benötige. Und auf der anderen Seite haben wir das, was wir eingangs mit diesen Begrifflichkeiten hatten, von Frau Kunstmann, worauf sie verwiesen hat, haben wir eine, so habe ich es formuliert, extravertiert ausgerichtete Gesellschaft. Also wie wir da irgendwie uns durchschlingeln können, dass es uns einerseits gut geht, dass wir aber auch den Anforderungen entsprechen und dass wir vor allem uns selbst nicht vergessen. Also was ich immer so beobachte, ist, dass oft, wenn jemand ruhig ist, das wird von außen auch gern als Arroganz wahrgenommen, ne? Dass man halt von sich nichts erzählen will oder halt nicht so offen ist. Ich hatte es zum Beispiel früher immer sehr schwer, Männer kennenzulernen. Also gerade im Friseurbereich hieß es immer, ja, du bist so total, ne, also distanziert, abgegrenzt. Distanziert, ja. Genau. Ja. Haben wir es wieder, ne? Du strahlst gar nicht aus, dass du auf der Suche bist oder so, ne? Oder ja, auch so. Ich war nie groß aus, weil das für mich eben sehr anstrengend war, so unter vielen fremden Menschen, also wenn man dann mal in einer Bar war oder so, ich wurde auch nie angesprochen, weil halt das nach außen immer so wirkt wie, die ist arrogant, die will gar keinen Kontakt aufbauen. Mhm. Ich hätte mich gefreut, wenn mal jemand mich anspricht oder auch eine Frau oder, ne, muss ja jetzt nicht Mann sein, aber
dieser Kontaktaufbau, der wird halt von außen schon, will der andere das gar nicht, weil er halt denkt, du hast kein Interesse. Mhm. Ne? Natürlich, der Blickkontakt ist ja auch wichtig. Ne? Der macht es ja auch leichter, wenn man schon mal vom Blick her weiß, alles klar. Aber ich kriege sowas halt gar nicht mit, weil ich in so einer öffentlichen Situation eben so in meinen Scheuklappen bin, in meinem Tunnelblick, dass ich halt nur in dem Moment denke, irgendwie das hier überstehen, mein Getränk trinken und dann halt wieder nach Hause. Also von außen denke ich, die Gesellschaft nimmt das halt anders wahr. Also dass halt jetzt jemand, das heißt ja nicht, dass ich mich gar nicht mitteilen möchte, aber ich brauche so diesen Anstoß, damit ich es tue. Ich brauche so diesen ersten Schritt und dabei können, denke ich, Menschen, denen das leichter fällt, auf andere zuzugehen, die sollen ruhig mehr Mut haben, auch die Stillen mal anzusprechen. Das ist keine Arroganz. Ja. Ganz selten. Ja. Also ich glaube kaum, dass jemand, der ruhig irgendwo in der Ecke sitzt, dass der arrogant ist. Nee. Klar gibt es auch Menschen, die wollen ihre Ruhe haben. Das können die ja dann aber kommunizieren. Aber man soll ruhig sich mehr trauen, auch mal jemanden anzusprechen, der still ist. Und das ist wiederum ein Punkt, dass die Akzeptanz natürlich der Gesellschaft, ne? Das ist die Voraussetzung, dass ich akzeptiere, dass es eben auch... Und wir reden seit Jahren, dass unsere Gesellschaft immer diverser wird. Wir machen ja nächstes Jahr auch unseren Fachtag zum Thema Diversität. Bin ich auch gespannt. Das heißt, es gibt jede Menge Vielfalt. Und wir beziehen das manchmal aufs Alter, dass es da Unterschiede gibt, auf einen kulturellen Hintergrund. Aber wir haben das auch in der Persönlichkeit. Das heißt, auch da gibt es Diversität. Und das bedeutet nicht, dass es irgendetwas Besseres und Schlechteres gibt, sondern das ist ja die Persönlichkeit an sich. Es gibt anders. Ne? Und ich glaube, das ist genau dieser Spagat. Wir brauchen die Akzeptanz von der einen Seite, dass das jetzt nicht die Arroganz ist, sondern ein in sich Ruhen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es, das habe ich mir hier nochmal mit aufgeschrieben, nämlich der Kontaktaufbau, diesen auch irgendwie ein Stück weit zu erlernen und zu erfahren vor allem. Und da ist vielleicht auch so ein Tipp, den man geben könnte, korrigiere mich gern, dass man auch in den sicheren Häfen, in den Situationen, wie du das vorhin mit deiner Kunst beschrieben hast, mit dem Draußenmalen, dass man das auch vorüben kann. Ja, genau. Dass man sich so optimal darauf vorbereitet, dass es dann in der Situation, wo es soweit ist, so wenig wie möglich, so wenig wie möglich schief gehen kann. Dass ich mir so viel wie möglich Puffer an Sicherheit geschaffen habe vorher. Ja. Und wie du sagtest, ne, dass es so verschiedene Wesen gibt und Charaktere gibt, ist wie, was ich vorhin mit den Bildern beschrieben habe, dieses Bewerten von Kunst. Ich muss es ja nicht bewerten, ich muss auch keinen Menschen bewerten. Das finde ich, wird so oft gemacht, dass man in irgendwelche Schubladen gesteckt wird oder bewertet wird. Ich kann doch jemanden einfach so sein lassen, wie er ist. Und den so hin oder so nehmen, wie er ist, und mich auf ihn einlassen. Ich muss den ja nicht, total analysieren und bewerten. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das könnte, glaube ich, das Fazit des Tages oder der Folge sein. Und ich glaube, manchmal ist es, um diejenigen, die vielleicht auch manchmal diese Bewertung reintappen, ein bisschen in Schutz zu nehmen. Manchmal sind es auch die Berufe zum Beispiel, also die uns ja objektiv auch manchmal einfach die Notwendigkeit geben, dass wir auch bewerten. Also allen Sozialbereichen zum Beispiel, die da tätig sind. Also von daher ist das, glaube ich, aber immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, weil mein eigener Wert hat natürlich auch was mit dem zu tun, wie ich Dinge sehe und wo ich die Norm zum Beispiel oder den Maßstab setze. Ja. Also immer mal wieder das Bewusstsein zu haben, bewerte ich einfach oben drüber. Also bin ich schon in der Schublade drin oder macht das jetzt an der Stelle bei einem Menschen, den ich nicht kenne, zum Beispiel keinen Sinn. Ja. Also dieses Akzeptieren. Und dann ist nochmal ganz gut zu wissen, dass es natürlich auch nicht ohne diese zum Beispiel Sprache dann noch geht, das persönliche Gespräch und das einfach ein Stück weit auch zu üben. Ja. Ich habe hier nochmal was herausgesucht, und zwar zum Thema Umgang mit leisen und stillen Menschen, beziehungsweise hier ist es auch wieder der kindliche Bereich. Und da wird darauf hingewiesen, dass man auch da wieder erstmal an der Einstellung so ein bisschen was eigentlich verändern müsste oder eine Einstellung auch entwickeln müsste. Also wir brauchen für die Menschen Verständnis, was wir jetzt an bestimmten Stellen schon hatten. Also das heißt, wenn sich jemand zurückzieht, das hatte mir auch mal eine introvertierte Lehrkraft
gesagt und mitgeteilt. Wenn ich mich zurückziehe, bedeutet das nicht, dass ich andere nicht mag. Mhm. Und solche Sätze wie, du ärgerst mich jetzt damit, dass du dich zurückziehst, die bewirken meistens so das Gegenteil. Ja. Ja. Mhm. Also das ist so ein Punkt. Also solche Aussagen wie oder solche Denkensweisen wie, immer musst du mich ärgern, das bringt nichts. Und dann gibt es natürlich auch noch so einen Satz, den kennen wir auch insgesamt aus dem Umgang mit psychischen Krisen, der nicht so günstig ist. Stell dich nicht so an. Ja, genau. Kneif jetzt mal einen Arsch zusammen. Ja. Ne? Das musst du jetzt mal aushalten können. Ja. Ja. Und das sind auch hier wieder Wertüberzeugungen, die zusammenkommen, weil ich dort in sehr schnell, und wir sind Menschen, wir machen das vielleicht doch manchmal, gerade in Beziehungen ist es ja ab und zu mal der Fall, wo ich dann voreilig solche Formulierungen bringe und dann eigentlich eine ganz große Bewertung dahinter steht. Ja. Und die dann natürlich auch, wenn ich jemanden habe, der sich zurückzieht, um wieder Kraft zu sammeln, und der kriegt dann noch das Gefühl, er ist falsch, so wie er das macht oder sie das macht, dann distanzieren sich ja beide Parteien trotzdem noch mehr. Ja. Das heißt, es gibt ein sehr cooles Projekt, was in Australien stattgefunden hat, das Australian Australian Temperament Project. Ich war im Bereich von 3 minus, 3 plus, also ich bin Englisch. Das macht ja auch einen Knoten in der Zunge. Ja, ach danke, du hast so ein Verständnis. Genau, das heißt, das Elternverhalten, du hattest das am Anfang, bist ja auch selber Mutter, hast du das so schön auch dargestellt mit den Beispielen. Es geht um warmherziges und fürsorgliches Verhalten nach diesem Projekt, was sich genau auf die Introversion bezieht. Mhm. Und kein zu frühes Drängen nach Kontaktfreudigkeit. Ja. Also da ich halt nicht nur eher zurückgezogen bin, sondern auch Mutter bin, kann ich den Eltern auch so den Rat geben, ne? die selber so ein ruhiges Kind haben. Ich verstehe total, wenn das Sorgen macht. Also natürlich, man hat ja erstmal Angst. Verpasse ich jetzt irgendwas? Geht es meinem Kind nicht gut? Warum zieht es sich jetzt zurück? Ja. Ne? Also, dass da Alarmglocken schrillen, das ist auch nicht verkehrt. Das ist ja gut. Man sollte ja schon mitkriegen, falls mit dem Kind was ist. Aber dass man so ein Stück weit gelassener ist und eher auch da beobachtend zur Seite steht und vor allem im Gespräch mit dem Kind bleibt. Dass man halt auch empathisch, ne, agiert und sagt, ja. Spatz, was ist denn jetzt los? Ja. Geht's dir gut? Zum Beispiel mein Sohn, der hat kein Problem, Kontakt aufzubauen. Ne? Der hat nie Probleme, jemanden kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite spielt er auch unheimlich gern für sich allein, mit sich. Mhm. Und dann frage ich halt auch hier, willst du lieber mal jemanden einladen? Oder, und er sagt dann, ach nee, ach, ich spiele auch gern einfach mal mit mir alleine so. Und ich weiß, das ist nicht schlimm. Ja. Mein Partner wiederum, der sagt, oh Gott, nee, der braucht doch Kontakte zu anderen Kindern. Ja. Und das halt, dass man das akzeptiert und dass man sagt, pass auf, wenn es dir aber nicht gut geht, dann kannst du mit mir sprechen. Ne? Dieses halt, wie schon gesagt, im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, da sein und nachfragen. Dranbleiben, aber halt auch nicht bedrängen. Und das ist schon ein Spagat. Also das ist ein Spagat, genau. Und ich glaube, auch da sollte man sich jetzt nicht den Druck machen, dass man das immer alles richtig macht. Ja. Na? Aber ich glaube, dieses Grundprinzip, was du sagst, die Empathie, Warmherzigkeit, Fürsorge, bedeutet ja auch, die Bedürfnisse auch zu akzeptieren, die vielleicht ein Mensch auch andersweitig hat. Ja. Bloß weil ich in, ich sag mal, eine Rampensau bin, also nicht ich jetzt, sondern wenn ich das für mich selber empfinde, bedeutet das nicht, dass meine Kids das letztendlich auch tun müssen, ne? Ja. Oder das in der Form. Weil das nach diesem Projekt, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen werde, bedeutet, wenn ich nämlich so agiere, dann habe ich auch bei schüchternen Kindern mehr Möglichkeiten, dass sie in der Jugend dann einfach nicht mehr so schüchtern sind, weil ich das einfach ihnen in die Hand gebe, wie du das bei deinem Sohn jetzt auch beschrieben hast. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben dazu dränge, soziale Kontakte und vor allem fremde Kontakte, und wenn ich möglicherweise auch diese Schuldgefühle oder Ängste irgendwie einflöße von außen, dann kann es dazu führen, dass die Unabhängigkeit einfach nicht gegeben ist und es zu mehr sozialem Rückzug kommt. Ja. Na, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir stets so ein bisschen die Bedürfnisse nicht außer Acht lassen sollten bei aller Bewertung, die wir manchmal vielleicht sogar vornehmen müssen, weil wir, und das ist auch ein Punkt, den du gesagt hast, wenn wir eine Diagnose zum Beispiel stellen, dass was auffällig ist, dann ist es gut so, weil wir dann auch eine Hilfe bekommen. Ja. Wir sollten aber an uns halten und nicht alles verpathologisieren. Mhm. Na, also wir sollten nicht alles zu einem Krankheitsbild machen, ja. Gefühlt beim ersten Mal, was irgendwie passiert. Mhm. Punkt.
Ich habe noch eine Sache, da möchte ich jetzt darauf hinweisen, weil das was Cooles ist, was wir zusammen machen werden. Nämlich nächstes Jahr machen wir ja das Projekt Besonderz. Also das ist immer spannend, weil alles, was mit dem Erzgebirge verbunden ist, kann man sehr gut in so Begrifflichkeiten reinbringen. Also ein besonderes, ein vielfältiges Kunstprojekt machen wir. Das heißt, Menschen mit Handicaps im Erzgebirgskreis werden wir suchen und wir probieren dann dort Kunst an den Mann und die Frau zu bringen. Und du bist da mit an Bord, ja, quasi. Genau. Und genau, das wird dann nächstes Jahr stattfinden. Wir werden verschiedene Stellen dann haben und da freue ich mich, das wollte ich zum Ausdruck bringen, da freue ich mich sehr, dass du dann mit dabei sein wirst. Ich freue mich auch drauf. Ja, und da wird es vielleicht dann nochmal eine Podcast-Folge im nächsten Jahr geben. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich nehme mir drei Sachen mit. Mhm. Das erste ist Einstellung. Einstellung und Bewertung ist, glaube ich, so ein bisschen rausgekommen. Ne? Also, dass wir, und das kann man sich als Zuhörer, Zuhörerin vielleicht jetzt auch nochmal mit einfach auf die Fahne schreiben, wie stark bewerte ich in meinem Alltag die Persönlichkeit von anderen Menschen. Mhm. Ne? Manchmal muss ich es, aber in der Regel lebt es sich einfacher, wenn ich die Bewertung erstmal prüfe oder die auch ein bisschen hinten anstelle. Das zweite ist die Me-Time. Es gibt also Menschen, die ziehen die Kraft und die Energie aus einer Zeit mit sich selbst. Mhm. Und wir können auch dort die Frage uns stellen, wenn wir extrem beschleunigt sind, macht es vielleicht auch Sinn, das in den Alltag mit zu integrieren für sich selbst. Und der dritte Punkt, was ich mir auch nochmal mitnehme, was ganz spannend ist, wenn ich eine Herausforderung sehe, in dem, dass ich auf die Bühne muss, ja, oder auf die Bühne vielleicht auch berufstätig, wie du das beschrieben hast, mhm, auch sollte, dass ich das versuche, ein Stück weit vorzubereiten, mhm, na, und ja, dass ich da auch anbahne. Aber an sich, und ich glaube, da sprichst du mir auch zu, leise und stille Personen bedeutet nicht, dass da irgendwas falsch ist, sondern jeder Mensch ist wertvoll, kein Mensch ist illegal. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt dabei. Richtig. Ja? Mhm. Okay, dann danke ich dir fürs Kommen. Ich danke auch. Und ich wollte noch verweisen auf deinen Instagram-Account, nämlich a.schlesinger.art. Da kann man sich einfach mal ein bisschen inspirieren und sehen, was du machst und, genau, was alles Neues passiert in nächster Zeit. Ja. Danke dir. Danke auch. Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.